Gut. Gut. Sachleistungen statt Bargeld vor, kommt die Leistungskürzung. Aber sein und sein nötig sein, die Sie für die Mann und das Gesicht sind auf den anderen nicht eingestellt gewesen. Und das ist von der SPD und vor allem von der Union. Die SPD betrifft einen extra Mindestlohn für Flüchtlinge mit hin. Hast du schon fertig? So. Gut, ja, ja. So. Das erste, wenn ein Pferd ausgenommen wird und muss arbeiten, kriegt er Fieber gemessen. Ob er Fieber hat, kriegst du, machst du das? Ja. Ja, wenn die Pferde geschiert werden und rausgehen, kriegen die erstmal alle Fieber gemessen. Wenn sie kein Fieber haben, werden sie sauber gemacht und dann geschiert drauf und dann gehen sie raus zur Arbeit oder zum Rennen. Und dann ist meine Mitarbeiterin, die Christel, die hilft mir immer bei den Pferden, die ist auch schon 30 Jahre dabei. So, und jetzt geschieren wir mal auf. Das ist gut. 37,2. Ja, 37,2 Fieber hat er schon. Geht der mit der Zulkik? Mit der Zulkik. So. Jetzt machen wir ihm das Geschirr drauf. Mit der Unterlage. Komm, dann machen wir das Geschirr drauf. Damit er fertig ist zum Anspannen, dann geht er dann raus. Aber jedes Pferd hat einen anderen Formular, eine andere Größe. Jedes Pferd hat ein anderes Geschirr oder einen anderen Zaum. Der eine braucht eine Ohrenkappe, weil er empfindlich ist. Der andere geht ohne Ohrenkappe. Ja. Das Mattiger. Ne, wir nehmen das hier. Wir nehmen das Mattiger, wir kriegen das Mattiger drauf. Und welchen Zaum? Wo der Plematikus drin ist. So, Christel, du kannst ihn mal schon mal. Christel, du kannst ihn schon mal aufzäumen, aber der kriegt die Ohrenkappe drauf, weil der ein bisschen empfindlich ist. So. Die Christel, die zäumt ihm schon mal auf, die macht ihm die Ohrenkappe drauf, damit er ein bisschen ruhiger ist, sonst ist er ein klein bisschen nervös oft. Er ist auch noch jung, der ist erst 3 Jahre alt, der muss noch viel lernen. Ja, so muss manches Pferd erst vorbereitet werden, bis er mal so weit ist zum Rennlaufen. Das dauert schon eine kleine Zeit. Der eine begreift es früh, der eine spät und der andere gar nicht. Genau wie bei Menschen. Ja. Aber als Trainer oder Vorbereiter muss man sich schon Zeit lassen und Geduld haben. Man darf nie die Nerven verlieren.
Ein Pferd merkt sich das, wenn er nur gehetzt wird. Ein Pferd muss rausgehen mit Lust und mit Lust zur Arbeit. Dann kommt er auch weiter im Leben. Sich vorbereiten, mein Leben lang, den Dress anziehen, damit wir nach vorne kommen. Kriegst du ja was an die Füße? Nein. Ja. Was hat er? Ein eingeschweißten Steg. Ja, der hat da vorne einen Steg drin, weil der ein bisschen fieser ist. Der muss ja noch viel lernen. Und Heinz, warum kratzt er? Warum? Weil der gerade von mir lecker klingt. Weil der hat gerade lecker gekriegt, der ist verwöhnt. Ja, das habe ich ja letzte Tage auch gemerkt, als er den Apfel hatte, da wollte er mehr. Die Rennfarbe, die ich hier habe, die hat mein Vater ausgesucht 1943. Dann habe ich diese Rennfarbe übernommen. Weil jeder Besitzer muss ja eine Rennfarbe haben. Aber jetzt ist das ein bisschen anders geworden. Heute braucht nur jeder Fahrer seine eigene Farbe haben und nicht mehr für jeden Pferd eine andere Farbe. Es gibt noch verschiedene Besitzer oder große Leute, die noch ihre eigene, eigene Rennfarbe haben. Ja, Heinz, das habe ich ja in Dortmund Wambel bei den Galoppern festgestellt. Die kommen ständig mit anderer Kluft. Wenn da ein Jockey Einsätze hat, drei Stück, dann hat er meistens drei verschiedene Kluften. Ja, das war bei uns auch. Mein Chef früher, wenn der sechs Fahrten hatte oder acht Fahrten, der musste sich sechs oder sieben Mal umziehen. Und das habe ich auch gehabt. Musste ich ja fünfmal umziehen. Und das ist heute nicht mehr so. Heinz, immer was sagen. Ja. Ja, jetzt wird er eingespannt im Sulki. Und gucken, dass alles sitzt und alles stramm ist, weil jeder Fahrer oder jeder Trainer guckt hinterher nochmal nach, ob alles stimmt. Dann fährt er erst raus mit dem Pferd. Es gab früher einen Weltmeister oder der beste Trainer Deutschlands. Das war der gewesen, der, wer ist er, von Berlin, der Gerd Krüger. Der ist nie aufgestiegen, wenn er nicht selber alles geprobt hat. Ja. Und so machen wir das auch. Du hast ein bisschen weiter durchgeschoben. Ja, hier, eins, drei Hände ohne Spitze. Ohne Spitze drei? Ja. Ja, dann, ja. Das ist gut. Heinz, das Maß, was ihr gerade gemacht habt, bedeutet doch nur, dass der Wagen oder der Sulki genau in der Spur läuft, ne? Ja, das ist zwischen Geschirr und Sulki. Da messen wir mal ab, der eine ist ein großes Pferd,
Begriff merkt, ein kleineres Pferd geht mehr nach vorne. Damit dann alles stimmt. Aber dann wird dann genau abgemessen, dass der Sumpf in die schief läuft oder das Geschirr sich schief zieht. Was? So. Okay. So, ich mach da nur den Dingerzirkel auf, ne? So, jetzt. So, jetzt lass ihn langsam gehen. Dann fahre ich wieder mal ein Stück runter, dann komme ich wieder zurück. Die Einfahrt in die sogenannte Arena. Gutes Training gemacht? Ja, ein gutes Training gemacht. Oh. Er ist ein dreijähriges Pferd und er muss noch vieles lernen, aber er geht schon ganz nett daher. Ja, habe ich schon gesehen, er schwitzt aber auch ganz nett. Ja, so hat ja auch etliche Meter gelaufen, hat er jetzt 3000 Meter gelaufen. Wie heißt das? Schwitzen oder? Kannst du nicht halten? Sonst am Mal rum. Gleich abgeduscht und schön sauber gemacht, dann ist wieder alles gut. Ja gut, dann will ich, wenn er unruhig ist, ihn aufhalten, ein Bad zum Duschen. Jo, alles.